Über die Langweser gelangen wir über die alte Landstraße. Heute ein romantischer Rad- und Wanderweg ins Gebiet Heillos, auf Triesner Hoheitsgebiet. Der Sage nach ist das Lavena-Tobbel Aufenthaltsort der sogenannten Tobbelhocker. Die Tobbelhocker wurden laut Überlieferung dorthin gebannt, weil sie in der Hexenzeit andere denunziert haben. Mit dem Sägerweiher erstreckt sich auf einer Fläche von fast 10 Hektaren die größte Weiherlandschaft Liechtensteins. Sie besteht aus drei unterschiedlich tiefen Wasserflächen, gespiesen von den Bächen der Bad Tobbelrüfi und der Lavena-Rüfi. Direkt nebenan, am Fuße des Rappensteins und der Goldlochspitze, unterhalb der Gemeinde Triesenberg, liegt auf einem riesigen Bergsturzkegel die Gemeinde Triesen, die drittgrößte Gemeinde Liechtensteins. Triesen hat eine große Anziehungskraft. In den letzten Jahren erlebte das Dorf den größten Bevölkerungszuwachs Liechtensteins. Heute leben hier über 4.600 Einwohner. Der romantische Dorfkern mit alten Häusern, flankiert von Rebbergen und zwei stilvollen Kapellen, kündet von der Geschichte des Ortes. Während in Balzers die meisten Einheimischen Büchel, Frick und Vogt heißen, belegen die Inschriften auf den Grabsteinen des schmucken Triesener Gottesackers, dass hier ein anderer Schlag Menschen zu Hause ist, vornehmlich Banzer, Bagetze, Beck und Kindles. Der Sage nach, der Sage vom Untergang von Trisona, war Triesen einst eine schöne Stadt, deren Bewohner jedoch gottlos lebten, sodass die Stadt zur Strafe durch einen Bergsturz zerstört wurde. Alle Bewohner kamen dabei um, bis auf eine Frau mit zwei Kindern, die in der Kapelle auf St. Mamerta betete. Ob der Sage wohl ein geschichtlicher Kern zugrunde liegt? Möglicherweise schon, denn Triesen steht auf dem Schuttkegel eines riesigen, nacheiszeitlichen Bergsturzes. Natürlich bestehen auch reichlich Möglichkeiten, die Freizeit zu gestalten. Auf zahlreichen Spazierwegen kann die Umgebung des Dorfes mit einer abwechslungsreichen Natur- und Kulturlandschaft erkundet werden. Und heute noch ist Linde natürlich das, der Geheimtipp in der gemütlichen Wirtschaft. Ich glaube, es gibt im ganzen Land keine Wirtschaft, wo so gemütlich ist wie die Linde. Das Besondere an dem Wirtschaftlichen ist, dass es da einfach keinen Standesunterschied gibt. Da hockt also der Jurist und der Bankdirektor neben dem Bürzer genauso. Und alle haben den gleichen Status drin, das finde ich wunderbar. Und eben dort innen auf der rechten Seite ist... Der Letzaner Weg war einst der Hauptverkehrsweg von Triesen nach Triesenberg. Das Gebiet Bofel ist wohl eine der schönsten, traditionellen Kulturlandschaften des Alpenrheintals. Stufenreine, vielfältige Heckenstrukturen, zahlreiche hochstämmige Obstbäume, naturnahe Trockenmauern und im Bereich Bofel Vieh- und Heuställe prägen die Landschaft und bieten Lebensraum für viele Vogelarten und für einen gerade noch überlebensfähigen Feldhasenbestand.
Im Restaurant zur Alten Eiche lässt man es sich nach der ausgedehnten Wanderung gut gehen.